Schönen guten Abend, willkommen zur Hessenschau. Danke, dass Sie eingeschaltet haben an diesem Tag, an dem man draußen so gar nichts verpasst. Wir schauen heute auf ein Phänomen, das nicht wirklich verwundert. Der AstraZeneca-Impfstoff muss offenbar in großen Mengen weggeschmissen werden. Und im zweiten Teil unserer Müllserie, da gucken wir heute, wie gut es mit dem Altpapierrecycling läuft. Zuerst müssen wir uns aber mit Bernd beschäftigen. So heißt das Tief, das gerade über uns rüberzieht. Die Bernds, die ich kenne, die sind sehr nett. Das kann man von dem hier nicht sagen. Er sorgt für extrem viel Regen und dadurch auch für Hochwasser und vollgelaufene Keller. Unsere Reporter sind seit gestern im Einsatz und haben richtig krasse Bilder und Geschichten mitgebracht. Die Straße droht wegzurutschen. Der angrenzende Hang weggespült. Und die Erde rutscht immer noch. Die L3215 bei Naumburg im Landkreis Kassel. Schwer beschädigt vom Starkregen. In dem Zuge ist der komplette Hang abgespült worden. Und die Straße ist komplett weggekippt. Die Leitplanke, wie Sie sehen, hängt jetzt komplett in der Luft. So, dass heute Morgen ein Passant hier vorbeigefahren ist, uns angerufen hat, hat gesagt, der Berg ist weg. Und daraufhin sind wir hier hochgefahren und haben dann als Erstmaßnahme erstmal gesichert, dass keiner mehr hier reinfahren kann. Mit schwerem Gerät muss die Straße nun abgetragen und saniert werden. Es kann Wochen dauern, bis zwischen Naumburg und Waldeck wieder Autos fahren. In der Nacht hatte die Feuerwehr in Naumburg schon alle Hände voll zu tun. Die Wassermassen überraschten den Ort unvermittelt. Durch den Starkregen trat der Rennebach über die Ufer und überschwemmte die Innenstadt. Schwerstarbeit für die Einsatzkräfte und für die Naumburger eine unruhige Nacht. Das ist eine Katastrophe hier. Wie gesagt, wir lagen im Bett und mein Nachbar kam und hat geklingelt. Ja, und dann sind wir schnell runter und haben das Elend gesehen. Bei Simon Groß heißt es am Tag danach, den Schaden in Grenzen halten. Auch sein Keller stand unter Wasser. Bis zur ersten Treppenstufe hier unten bündig, kann man sagen, stand man dann mehr oder weniger drin und dann schwamm schon alles um einen rum. Einmal nasse Füße komplett. Einmal nasse Füße. Trotz Sommer können im Juli immer wieder größere Regenmassen zusammenkommen. 2014 waren es 211% der normalen Regenmenge, 2017 ebenfalls mehr als doppelt so viel. Auch dieses Jahr hat Hessen schon 88% des Monatssolls an Regen erreicht. Der Juli gilt grundsätzlich als einer der niederschlagsreichsten Monate des ganzen Jahres. Das liegt einfach daran, warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte. Und deswegen, wenn Tiefdruckgebiete durchziehen, Schauer und Gewitter, die es dann geben kann oder es auch mal längere Zeit regnen kann, kommen grundsätzlich immer höhere Niederschlagsmengen zustande als zum Beispiel im Winter in kalter Luft. Kalte Luft kann eben nicht so viel Feuchtigkeit aufnehmen. Die Wetterphänomene treten sehr lokal und kurz auf. So ist der Rennebach in Naumburg heute nur noch ein kleines Rinnsal. Die Wassermassen werden jetzt für die großen Flüsse zum Problem. Durch die seit Wochen wiederkehrenden Regenfälle ist der Pegel des Rheins für einen Juli extrem gestiegen. So hoch wie seit 16 Jahren nicht. Das letzte Mal gab es das im Jahre 2005. Davor sogar 1999. Also das zeigt schon so ein bisschen, dass diese Wetterlagen relativ selten sind für die Sommermonate. Und so geht hier gar nichts mehr. Die B42 zwischen Assmannshausen und Lorch. Die Straße grenzt direkt an den Rhein und wurde durch das Hochwasser im Bereich der Baustelle unterspült. Die Gefahr besteht, dass die Fahrbahn durch die entstandenen Risse abbricht. Sie sehen ja immer im Hintergrund, wie eng das hier ist, wenn diese Straße hier durch den Rhein weggespült werden würde, würde das zu erheblichen Folgen haben, wenn hier Autos fahren. Die Anwohner müssen jetzt einen großen Umweg in Kauf nehmen. Auch die nächsten beiden Tage soll die Wetterlage anhalten. Die Unwettergefahr ist noch nicht gebannt. Besonders betroffen vom vielen Regen ist Volkmarsen im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Und da ist jetzt mein Kollege Thomas Haas. Thomas, wie sieht's da aktuell aus? Andreas, du hast ja vorhin das Tief Bernd erwähnt. Bernd war hier in Volkmarsen sehr spendabel und hat eine Riesenladung Wasser mitgebracht. Viel mehr als den Einwohnern und vor allem den Einsatzkräften recht sein dürfte. Wir können ja mal kurz schauen. Der Platz hier vor der Nordhessenhalle ist in den letzten 2 Stunden richtig vollgelaufen wie eine Badewanne. Man ist versucht, die Nordhessenhalle umzutaufen in Nordseehalle, weil das Wasser tatsächlich von allen Seiten angreift, auch von der Rückseite. Den ganzen Tag laufen da auch schon Pumpen, weil Wasser in den Keller eingedrungen ist. Das kommt durch alle Abflüsse, durch die Kanalisation. Es ist einfach wahnsinnig viel, was hier runtergekommen ist und was hier zusammenfließt. Wir sind den ganzen Tag hier schon unterwegs und geben erstmal einen kleinen Überblick über die Hochwasserlage hier in Volkmarsen. Das hätte böse enden können. Dieses Auto versinkt in den Fluten auf dem Parkplatz vor der Stadthalle.
Durch das schlammige Wasser konnte man die Tiefe nicht erahnen. Die Feuerwehr holt das Fahrzeug mit schwerem Gerät ans Ufer. Normalerweise fließt hier ein kleiner Bach. Der ist jetzt vollkommen über die Ufer getreten. Während einige ihren Spaß haben, kämpfen andere gegen die Wassermassen. Viele Keller stehen unter Wasser, müssen jetzt ausgepumpt werden. Es geht noch, es fängt jetzt erst an reinzudrücken. Aus dem Boden und aus der Wand kommt es raus. Aus der Boden, aus der Wand? Das ja. Nicht Vertrauen erwecken. Da sieht man es, wie es hochdrückt. Ja. Und wie oft passiert sowas bei Ihnen? Das letzte Mal war in 2002. Da hatten wir das letzte Hochwasser gehabt hier. Draußen hat sich die Straße in einen breiten Fluss verwandelt. Jetzt hoffen sie, dass sie die Fluten irgendwie im Zaum halten können. Man kann förmlich zusehen, wie das Wasser hier weiter in die Stadt von Volkmarsen drückt. Die Anwohner versuchen, ihre Häuser zu schützen. Da hinten ist die Feuerwehr dabei und teilt gerade aktuell Sandsäcke aus. Die werden da jetzt auf den Traktor geladen, weil man anders gar nicht mehr rankommt an die Grundstücke. Das Wasser ist einfach schon zu hoch. Also hier wird mit Mann und Maus gekämpft, dass das Wasser nicht in die Gebäude eindringt oder halt auch wieder rausgepumpt werden muss. Ich habe den ganzen Tag versucht, mit dem Einsatzleiter zu sprechen. Das war nicht möglich. Der war so im Stress, der hatte kaum eine Pause, aber einen kleinen Moment habe ich doch abgepasst kurz vor der Sendung und konnte den Einsatzleiter nach der aktuellen Lage fragen. Wie ist denn die Lage? Also wo leisten Sie Gefahrenabwehr? Ja, es spitzt sich momentan hier im Stadtgebiet, in der Kernstadt zu, weil der Pegel steigt langsam. Die Wassermassen, die jetzt vorgelagert vom Stadtteil Külte kommen, kommen jetzt hier im Volkmarsen an und führen jetzt hier unten im Bereich Schulstraße zur Überschwemmung. Also Ausnahmesituation hier in Volkmarsen. Die große Hoffnung ist, dass es endlich aufhört zu regnen. Aber man weiß halt nicht, wie viel Wasser drückt hier noch nach. Denn wir sind am tiefsten Punkt von Waldeck-Frankenberg. Hier läuft ganz viel zusammen aus der Twiste, aus verschiedenen Bächen und Kanälen. Und der Twistesee ist auch schon voll. Also es kann einfach nicht abfließen. Das wird für die Volkmarser und vor allem für die Einsatzkräfte noch eine unruhige Nacht. Und damit zurück zu dir, Andreas. Vielen Dank, Thomas Haß. Der Impfstoff von AstraZeneca ist mittlerweile so unbeliebt, dass es die Hausärzte nicht schaffen, die angebrochenen Dosen in der erforderlichen Zeit aufzubrauchen. Die Folge davon, es landen massig Impfdosen im Müll. Hausarzt Christian Sommerbrot blutet das Herz. Wertvoller Impfstoff bleibt liegen und muss teilweise entsorgt werden. Hier in seinem Kühlschrank lagern die AstraZeneca-Impfstoffe schon länger ungenutzt. Weil sie kaum jemand haben will. In jedem Fläschchen, sogenannte Vials, sind jeweils 11 Impfdosen. Werden nur 8 verimpft, wandern 3 in den Müll. Auch andere Kollegen müssen so handeln, sagt er. Wir haben Rückmeldungen, dass vor allen Dingen angestochene Vials dann nicht mehr die vollen Abnehmer finden und sagen einzelne Patienten ab, sodass dann einzelne Impfdosen verworfen werden. Dass ganze Vials verworfen werden, ist im Moment eher die Ausnahme. Komplett wegschmeißen wollen viele Mediziner wie er allerdings nur, wenn der Impfstoff abläuft. Es könnte ja noch jemand kommen, der es haben will. Das Interesse an AstraZeneca nimmt aber rapide ab. Das erleben auch andere Hausärzte. Wenn man von unserer Praxis ausgeht, ist der Impfstoff eher tot. Das kann sich natürlich ändern. Das liegt doch an der Verfügbarkeit der anderen Impfstoffe. Dieser Patient hatte AstraZeneca als Erstimpfung. Die zweite Spritze wollte er heute von BioNTech, weil Kreuzimpfungen besser wirken sollen. Was jetzt mit AstraZeneca passiere, sei kein Wunder. Den Impfstoff hat man kaputt geredet, mit dem Hin und Her erst für alle freigegeben, dann nur noch für die Älteren. Und damit hat man den Impfstoff praktisch rausgenommen. Auch die Ständige Impfkommission empfiehlt bei Zweitimpfungen kein AstraZeneca mehr. Experten schätzen, dass nun bis zu 250.000 Impfdosen liegen bleiben werden in Hessen. Es sei eine desaströse Entwicklung, kritisiert die Kassenärztliche Vereinigung. An der AstraZeneca-Flaute seien Politiker schuld. Die würde ich als diejenigen ansehen, die Fehler gemacht haben. Wir haben gerade bei diesem Impfstoff nicht nur von der Firma am Anfang, sondern auch in der Öffentlichkeit hier so viel Verunsicherung hineingetragen, dass dieser Impfstoff quasi nicht mehr attraktiv genug erscheint, obwohl er ein guter Impfstoff ist. Eine geplante Lieferung von AstraZeneca von über 120.000 Impfdosen hat die Landesregierung jüngst storniert.
Doch was ist mit den Abertausenden, die bei Ärzten lagern? Könnten die nicht beispielsweise an andere Länder gespendet werden? Nein, das Problem dabei ist die Kühlkette in den Praxen. Wenn ich es zurückgebe, übergebe ich ja auch für die Qualität die Verantwortung wieder dem, der es abnimmt. Und das wird natürlich keiner tun, der nicht weiß, wie ist das gelagert und war das alles richtig. Also insofern eine Rückgabe, um damit es wieder gebrauchen zu können, die ist sicher unmöglich, auch rechtlich gesehen völlig unmöglich. Enttäuschend für viele Hausärzte, aber auch verständlich. Denn der Impfstoff kann schnell verfallen. Und so wandert ein weltweit ersehntes Gut bei uns in den Müll. Es gab eine Razzia gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat. Die Nachrichten mit Jennifer Siegler. Bei der Razzia ging es laut dem LKA um den Verdacht der Unterstützung und der Finanzierung des IS. 10 Wohnungen wurden durchsucht in Darmstadt, in Diezhölztal, Eschenburg, Kassel, Haiger und Lolla. Verdächtigt werden 2 Frauen und 8 Männer zwischen 20 und 51 Jahren. Laut LKA habe es keine konkrete Anschlagsgefahr gegeben. Und wir kommen zu den Corona-Zahlen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind dem Robert-Koch-Institut RKI weitere 156 Corona-Infizierte in Hessen gemeldet worden. 4 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die hessenweite Inzidenz ist leicht gestiegen und liegt heute bei 9,8. Laut RKI sind in Hessen inzwischen 58,02% der Menschen einmal geimpft. 42,78% der Hessinnen und Hessen sind vollständig geimpft. Es gibt weiter einen Mitgliederschwund bei der evangelischen und der katholischen Kirche in Hessen. Beide haben 2020 gut 2% ihrer Mitglieder verloren. Dabei hat die Corona-Pandemie auf zweierlei Arten Auswirkungen hinterlassen. Wegen ihr hat es im vergangenen Jahr einerseits weniger Taufen gegeben. Andererseits sind auch weniger Menschen aus der Kirche ausgetreten, weil die Ämter zeitweise geschlossen waren. Seit heute läuft der Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags zum rassistischen Anschlag von Hanau. Der SPD-Abgeordnete Marius Weiß wurde zum Vorsitzenden bestimmt. Im Februar 2020 hatte ein 43-Jähriger in Hanau aus rassistischen Motiven 9 Menschen erschossen, bevor er seine Mutter und sich selbst tötete. Im Ausschuss soll ein mögliches Behördenversagen bei dem Anschlag untersucht werden. Der Ausschussvorsitzende Weiß sagte, Untersuchungsausschüsse seien das stärkste Mittel zur Kontrolle der Exekutive. 12 Milliarden Euro Sondervermögen hat das Land wegen Corona gebildet. Natürlich kein Geld, das unter dem Teppich der Staatskanzlei einfach nur so rumlag, auch wenn es ein bisschen so klingt. Es sind neue Schulden, die waren wegen Corona notwendig und darüber sind sich eigentlich auch alle Parteien im Landtag weitgehend einig. Aber über die Art und Weise, wie das Geld aufgenommen und verwendet wird, darüber gibt es Streit. Und den sollte heute der Staatsgerichtshof klären. Noch schnell eine pandemiekonforme Begrüßung ausgetauscht, bevor es an die harten Argumente geht. Für Finanzminister Michael Boddenberg steht das sogenannte Corona-Sondervermögen auf dem Spiel. Denn SPD, FDP und AfD finden, dieser Geldtopf der Landesregierung verstößt gegen die hessische Verfassung. Boddenbergs Sondervermögen läuft nämlich parallel zum eigentlichen Landeshaushalt. Bis 2023 kann das Land bis zu 12 Milliarden Euro an Krediten aufnehmen. Das Geld soll unter anderem Steuerausfälle kompensieren und die Wirtschaft ankurbeln. Andere Bereiche, die profitieren sollen, sind Gesundheit, Klima und Digitalisierung. Wer wie viel bekommt, entscheidet der Haushaltsausschuss. Das Parlament bleibt weitestgehend außen vor. Das kritisiert die Opposition. Ich denke, das ist ein wichtiger Termin insgesamt für die Frage, wie geht man künftig mit Parlamentsrechten um, wie ernst nimmt man die Schuldenbremse und wie leichtfertig gibt man Geld der künftigen Generation einfach aus. Im Grunde sind es 2 zentrale Fragen, die der Staatsgerichtshof klären muss. Erstens, hätte es das Corona-Sondervermögen überhaupt geben dürfen, denn um es möglich zu machen, musste die Landesregierung die Schuldenbremse lockern. Und zweitens, wird das Geld auch wirklich zur Bewältigung der Krise ausgegeben? Der Finanzminister fühlt sich am Ende des Verhandlungstages in seiner Position bestätigt. Ich bin überzeugt, dass es am Ende eine Einschätzung auch des Staatsgerichtshofs geben wird, dass wir eine Krise haben, unbekannten Ausmaßes bisher. Und wir dort auch die Flexibilität brauchten, ein deutliches Signal an die Gesellschaft brauchten, dass wir handlungsfähig sind. Insofern gehe ich optimistisch nach Hause. Mit dem Verfahren hat Hessen sozusagen Neuland betreten. Denn bisher hat kein Gericht in Deutschland darüber entschieden, ob solche Sondervermögen rechtlich problematisch sein könnten.
Für die Beschwerdeführer ist der Fall klar. Am Schluss wird der Staatsgerichtshof entscheiden, aber die intensive Nachfrage zeigt ja, dass es berechtigte Fragen sind, die wir als Opposition gestellt haben. Es kann nicht angehen, dass der Landtag 3,5 Jahre nicht über Milliardenbeträge entscheiden kann, weil die Mehrheit aus CDU und Grünen es ganz anders sieht und Corona missbraucht, um politische Programme durchzusetzen. Jetzt liegt die Entscheidung in der Hand des Gerichts. Das Urteil wird Ende Oktober erwartet. Und wir sprechen mit meiner Kollegin Ute Weltstein in unserem Studio in Wiesbaden. Ute, hat denn das Gericht Andeutungen gemacht, wie es entscheiden wird? Naja, urteilen will es im Oktober und ich bin natürlich keine Richterin und kann das auch nicht vorwegnehmen. Aber es stimmt ja, man hört immer so ein bisschen raus, wohin die Reise geht. Und da wurden heute schon sehr viele kritische Fragen von der Richterbank gestellt. Also man hatte schon den Eindruck, an einigen Punkten haben die Richterinnen und Richter des Staatsgerichtshofs durchaus Probleme damit. Und deshalb, so weit will ich mich aus dem Fenster lehnen, würde ich mich sehr wundern, wenn Sie am Ende in Ihrem Urteil sagen würden, da hat die Regierung mit diesem Corona-Fonds zu 100% alles verfassungsgerecht gemacht, dicker Haken dran. Das, glaube ich, wird nicht kommen. Was waren denn da die wesentlichen kritischen Punkte? Also es gab vor allen Dingen lange Diskussionen an zwei Punkten. Zum einen, darf man in Hessen überhaupt so ein Sondervermögen, so einen Corona-Fonds auflegen? In der Verfassung steht es nicht drin, dass es das geben darf. Das heißt aber auch nicht im Umkehrschluss, dass es verboten ist. Aber viele haben dann doch hier in der Anhörung die Meinung geäußert, dass wenn man den dann schon macht, der nur zu einem ganz bestimmten spezifischen Zweck sein darf, genau erklärt werden muss und zum Beispiel ein Pensionsfonds für Beamte wurde da als Beispiel genannt und dann auch ganz klar sein muss, dass es wirklich nur so geht und eben nicht über die jährlichen Haushalte. Und der andere Punkt war tatsächlich, sind denn diese Maßnahmen, die aus diesem Topf bezahlt werden, wirklich nötig und geeignet, die Corona-Pandemie und ihre Folgen zu bekämpfen? Und da wurden dann doch einige Zweifel dran geäußert. Also die Regierung erklärt es so, die sagt, es gab eine Gesundheitskrise, daraus wurde eine große Wirtschaftskrise. Deshalb müssen wir alle möglichen Maßnahmen daraus bezahlen, die der Belebung der Konjunktur dienen. Und die Opposition sagt, nein, man muss es viel enger sehen. Was hat zum Beispiel der Bau und das Aufstellen von Fahrradständern mit der Bekämpfung der Pandemie zu tun? Dann sagte dann der Finanzminister wiederum, naja, in der Pandemie wollten die Leute nicht Bus fahren, sondern Fahrrad, deshalb mussten wir da was tun. Aber ob dieser Argumentation gefolgt wird, da kann man zumindest Zweifel dran haben heute, nachdem man sich diese Verhandlung angeschaut hat. Warum ist denn die Landesregierung überhaupt diesen ungewöhnlichen Weg mit dem Sondervermögen gegangen? Nun, sie hat damals gesagt, wir wissen ja gar nicht, was in der Krise noch alles auf uns zukommt, wie viel da ausgegeben werden muss und wie schnell das unter Umständen gehen muss und wie lange das dauern wird. Deshalb hat sie gesagt, wir machen einen großen Fonds mit viel Geld drin und können dann ganz flexibel und schnell reagieren. Das Problem ist nur, das Haushaltsrecht sagt ganz deutlich, eigentlich kann man nicht über mehrere Jahre Geld haben und ausgeben, sondern man muss das Jahr für Jahr machen. Das ist das vornehmste Recht des Parlaments, jedes Jahr zu entscheiden, wie viel Geld ausgegeben wird. Und das muss nach bestimmten Grundsätzen gemacht werden. Das muss zum Beispiel auch klar erkenntlich sein. Also in diesem einen Landeshaushalt muss da mit einem Blick zu sehen sein, ah, so viel Geld wird an Schulden aufgenommen, wird ausgegeben, für welche Maßnahmen. Die Opposition sieht deshalb, weil das eben jetzt nicht geschieht, ihre Rechte verletzt und sagt, mit diesem 12-Milliarden-Fonds kann sich die Regierung jetzt alle möglichen politischen Wünsche erfüllen und wir können das überhaupt nicht mehr kontrollieren, was ja eigentlich unser Recht und unsere Aufgabe ist. Deshalb lehnen sie den Fonds ab, verweisen auf so Beispiele wie diese Fahrradständer und sind vor Gericht gegangen. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Vielen Dank, Ute Weltstein. Die Forschung zur Biodiversität wird bei uns gebündelt und das ist einzigartig, sagen die Macher. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jenny. Heute wurde das Lore-Stäubing-Institut gegründet. Ziel ist es, die hessische Forschung zu Artenvielfalt und Ökosystemen über mehrere Institutionen hinweg zu bündeln. Beim LSI mit dabei sind mehrere hessische Unis, die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung und das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Laut der Landesregierung ist es deutschlandweit einzigartig. Die Fahrraddemo Kilometer gegen Hass, Muslime für Frieden, hat heute Zwischenstopp in Kassel gemacht. Muslimische Gemeinden in Deutschland haben sie organisiert. Mit der Radtour wollen sie ein Zeichen setzen für Frieden und Toleranz. Hintergrund der Aktion ist der Anschlag in Würzburg Ende Juni, bei dem ein junger Mann drei Frauen erstochen hat.
Die Ermittler untersuchen derzeit, ob die Messerattacke islamistisch motiviert war. 900 Jahre Klostergeschichte mal ganz anders. Das Kloster Eberbach in Eltville präsentiert in einer Ausstellung seine Geschichte, und zwar mit 5000 Playmobil-Figuren. Ein Hamburger Künstler hat die Schaulandschaften im Mini-Format, sogenannte Dioramen, erstellt. Gezeigt werden seltene Sammlerstücke und Gebäude, darunter auch ein Nachbau des Klosters und eine Schaulandschaft des Rheingau. Das Kloster hatte während der Corona-Pandemie entschieden, neue Formate zu entwickeln und vermehrt touristische Wege zu gehen. Die Ausstellung startet am Sonntag. Und noch eine Meldung in eigener Sache. Wir gratulieren den Kolleginnen und Kollegen vom Radio zu ihren super Einschaltquoten. Heute sind die neuen Zahlen bekannt gegeben worden. Und HR Info hat dabei einen Rekordwert erzielt. Mehr als 400.000 Menschen hören HR Info pro Tag. Insgesamt erreicht der HR mit seinen Hörfunkwellen jeden Tag über 2,2 Millionen Menschen in Hessen. Das war's von den Nachrichten. Also zurück zu Andreas. Wir klären in dieser Woche viele interessante Fragen im Zusammenhang mit Müll, die Sie sich bestimmt auch schon gestellt haben. Heute schauen wir auf den Papiermüll. Wie läuft das mit dem Recycling und darf eigentlich jede Pappe ins Altpapier? Unsere Kollegin Isabel Kramer hat sich für uns schlau gemacht. Auf nach Wiesbaden und schnell noch an der Tankstelle einen Kaffee to go geholt. Der Becher besteht aus Pappe, steht tatsächlich hier auch drauf, klimaneutral, aus 100% nachwachsenden Rohstoffen. Tja, nee, steht eben nicht drauf, dass er aus Pappe ist. Und irgendwie muss er ja wahrscheinlich auch beschichtet sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich den nachher im Papiermüll entsorgen darf. Ich darf heute Peter Hohenstadt und seine Kollegen von der Müllabfuhr begleiten. Tonnenweise Altpapier muss in den nächsten Stunden in Wiesbaden-Biebrich abgeholt werden. Jetzt sieht man ja hier und im anderen Container auch ganz viele Kartons. Große Versandriesen, gefühlt alle Leute bestellen online. Hat das in den letzten Monaten zugenommen? Das hat in den letzten Monaten sehr zugenommen. Wir fahren keine Gewichte mehr, weil nur noch Pappe, kein Papier mehr. Die Container sind alle voll, haben aber kaum noch Gewicht. Ein paar Ausnahmen gibt es dann aber doch. Es gibt eigentlich nichts, was man nicht findet, sagen wir mal so. Oh Gott. Ja. tote Tiere, Essensreste, Autoteile, Fahrräder, egal. Drucker, also Elektrogeräte, alles. Aber jede einzelne Tonne zu kontrollieren, da bleibt auch im Tagesgeschäft gar keine Zeit, oder? Geht nicht. Normalfall, manchmal hat man das Gefühl so, oder man kennt seine Pappenheimer, da kontrolliert man dann. Ne? Aber alle Tonnen kontrollieren geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wiesbadens blaue Tonnen und Container sind geleert. Das Altpapier samt Fehlwürfen landet nun hier beim Entsorgungszentrum Rhein-Main. Wie wird das denn hinterher sortiert? Also was passiert denn jetzt mit diesem Haufen, der hier liegt? Ja, also wir zum Beispiel haben ja keine Sortieranlage, sondern wir sortieren grob vor. Also es sind Störanfälle zwischen 1,5% und 3% werden einfach toleriert. Das wird schon auch beachtet, aber ansonsten wird bei uns nur wirklich nur grob sortiert, da wir uns auf Verpackung spezialisiert haben. Bis zu 3% Restmüll stecken in diesem Altpapierberg. Klingt erstmal gar nicht so viel. Geht man allerdings von unserer heutigen Leerung mit rund 20 Tonnen aus, wären das allein schon 600 Kilogramm Müll, der im Altpapier gar nichts zu suchen hat. So wie auch übrigens mein Kaffeebecher und eine Milchtüte. Hier steht jetzt zum Beispiel auch drauf, Mixkarton aus verantwortungsvollen Quellen. Wenn ich jetzt denke, okay, Karton, blaue Tonne. Trugschluss. Definitiv ein Trugschluss, also das müssen Sie auf jeden Fall in die gelbe Tonne werfen. Am besten wäre es natürlich, wenn Sie den Deckel vorher ablösen würden, dann kann es natürlich auch besser getrennt werden im Nachhinein. Aber bitte auf keinen Fall in den Papiermüll, denn drin ist noch Verbund, das heißt Aluminium zum Beispiel. Und das dürfte auf keinen Fall in den Papiermüll geworfen werden. Und das Verbundproblem haben wir nämlich auch bei den Kaffeebechern. Der kommunale Abfall, also das Altpapier aus Privathaushalten, wird lose an Papierfabriken innerhalb Deutschlands geliefert. Hessisches Altpapier geht aber auch hoch in den Norden. In Glückstadt steht eine der modernsten Anlagen für Recyclingpapier in Europa, Steinbeißpapier. Hier durchläuft das Altpapier nach einer ersten Sichtkontrolle 6 Sortierschritte, von grob bis fein.
Mittels Infrarotsensoren kann die Anlage in Bruchteilen von Sekunden erkennen, ob es sich um Pappe oder Kunststoff handelt. Fremdmaterial wird mit einem Luftstrahl rausgeschossen. Die letzte Sortierung allerdings erfolgt per Hand. Hier ist nochmal der klassische weiße Karton von der einen Seite, braun von der anderen Seite. Und das sieht halt nur ein Mitarbeiter, das schafft die Maschine. Das Papier oder die Pappe ist grau oder braun. Dieses Material ist kein grafisches Papier. Die Faser ist nicht weiß und würde auch nicht wieder weiß werden im Aufbereitungsprozess. Weiße Papierfasern werden beispielsweise für die Herstellung hochwertiger Büroartikel benötigt. Es ist ökologisch sinnvoll, Papier aus 100% Altpapier herzustellen, so wie Steinbeiß es macht. Wir brauchen 80% weniger Wasser, 72% weniger Energie. Wir emittieren lediglich 50% CO2-Emissionen im Vergleich zu Frischfaser. Und wir brauchen überhaupt kein Holz, weil wir ja das Altpapier wiederverwenden. Während des Recyclingprozesses gibt es allerdings immer einen Materialverlust. Die Papierfasern werden weniger, unser Verbrauch aber nicht. 2019 betrug die Sammelmenge an Altpapier rund 15 Millionen Tonnen. Recycelt wurden jedoch knapp 17 Millionen Tonnen. Heißt also, Deutschland hat Altpapier importiert, vorrangig aus Europa. Nach dem Sortieren wird das Papier in einen Faserbrei aufgelöst und mit Tensiden und Natronlauge gereinigt. Kleinste Farbteilchen sammeln sich als Schaum an der Oberfläche. Der wird abgesaugt und samt Chemikalienresten verbrannt. Anschließend wird der Brei auf Bahnen geglättet, getrocknet und zu neuem Papier ausgerollt. Von hier aus geht's dann direkt in den Handel. Und irgendwann auch in meine Hände. Dann heißt es für mich wieder, richtig entsorgen, denn unser Papier ist eine wertvolle Ressource. Nach dem Wetter und der Tagesschau sehen Sie in unserer Reihe zum Frankfurter Flughafen heute, dass es Berufe gibt, bei denen es richtig schwerfällt, in den Ruhestand zu gehen. Ich würde sagen, unserer gehört auch dazu, ja, oder? Ja. Auf jeden Fall. Und um 22.15 Uhr gibt es auch noch mal Nachrichten, die Hessenschau, wie immer. Tschüss, schönen Abend und bis morgen. Tschüss.